die, das Duo, das jetzt auf diese Bühne kommt, sie machen musikalische Satire und sie gehören mit zu den allerersten, die im Kunstraum aufgetreten sind. 2010 sind sie zum ersten Mal hier gewesen und seither immer wieder auf dieser Bühne und freut euch, ich quatsche jetzt gar nicht so lange, freut euch aus Berlin für euch. Heute Abend begrüßt ihr mit einem Riesenapplaus Plückhahn und Vogel. Ist weit verbreitet. Fast jeder jammert, fast jeder leidet unter irgendwelchen albernen Zipperlein. Hat eine Zyste, eine Fiste im Gallenstein. Die Erhöhung, zu viel Säure im Magen. Einen Tennisarm, oder muss ich beklagen über Krampf, dann ist ja sein Hämatom. Zellulitis, Arthritis, Burnout-Syndrom. Die meisten Menschen bedauern sich in einem Wort. Selbstmitleid pflegen heißt ihr Lieblingssport. Einem Katar gilt die Sorge oder einem Ekzem. Mich plagt ein echtes Gesundheitsproblem. Ich hab ne Glatze! Ich hab ne Glatze! Ich hab ne Glatze! Das ist kein Spaß. Ich hab ne Glatze, das ist sowas wie ein Rasen ohne Gras. Ich hab ne Glatze und andere Leute bilden sich ein mit ihren Petitesten ernsthaft krank zu sein. Jammern rum mit schmerzverzerrter Fratze. Lächerlich, ich hab ne Glatze. Also eigentlich bin ich nicht weinerlich. Um meines sonstigen Malessen mache ich kein großes Gewese. Dabei habe ich so einiges zu bieten. Beim Scheibenschießen schoss ich mir die Scheibe aus dem Knie. Ich leide unter ausgeprägter Sauerstoffphobie. Mein welkes Schulterblatt wurde vom Winde weggeweht. Ich habe mir beim Quantensprung das Fußgelenk verdreht. Bei zu viel Zuckerwatte versagt mein Beißreflex. Mein Blut gerinnt, wenn's dunkel wird, das gruselt mich beim Sex. Mein falscher Zungenschlag, der ist weiß Gott kein Kinderspiel. So wenig wie die Fehlfunktion an meinem Überlaufventil. Ich hab ein steifes linkes Ohr, mir tut der Schnurrbart weh. Mich schmerzt die Aphroditis unterm rechten großen Zeh. Mir geht unentwegt die Muffe, steht das Wasser bis zum Hals. Ich habe zu viel Schwermetall in meinem Ohrenschmalz. Ich bin manisch destruktiv durch den Verlust der Nabelspur. Ich hab eine höllische Doktrin und eine Überbeinfraktur. Meine Leber ist von zu viel Mineralwasser lädiert. Alles halb so schlimm. Beinahe alle amputiert. Ich hab ne Glatze! Ich hab ne Glatze! Ich hab ne Glatze! Und das ist gar nicht toll! Ich hab ne Glatze! Nee, das ist grauenvoll! Ich hab ne Glatze und andere Leute bilden sich ein, mit ihren Kinkerlitzchen ernsthaft krank zu sein. Winseln schmerzerfüllt auf der Matratze. Lächerlich! Ich hab ne Glatze! Meine Lücke, auch nicht durch eine Perücke, ein Toupet will ich vermeiden, denn ich stehe zu meinem Leiden. Ich hab ne Glatze, das Schlimmste ist dabei, jeder tut so, als wenn das nichts weiter sei. Menschen mit Haaren registrieren es kühl, verständnislos und ohne Mitgefühl. Ärzte zucken mit den Schultern und dann sprechen sie von der Aussichtslosigkeit einer Therapie. Und mein Psychotherapeut hat mir rundheraus erklärt, eine Glatze hat keinerlei Krankheitswert. Arschloch. So viel Ignoranz bringt mich noch um den Verstand. Wann wird Glatze als Behinderung endlich anerkannt? Ich hab ne Glatze!